Herzlich willkommen zurück zu NHL 23. Ein weiteres Derby wartet auf uns, nachdem wir das letzte Jahr schon so erfolgreich abgeschlossen haben gegen die Adler Mannheim und 2-0 verloren haben. Spielen wieder zu Hause, diesmal gegen die Iserlohn Roosters, die wunderschöne braune Kackhelme haben. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen direkt rein. 5 Spiele warten auf uns. Das hier ist das 5. der DEL-Saison und dann neigt sich dieses Let's Play tatsächlich so langsam dem Ende entgegen, außer wir machen natürlich noch einen NHL-Franchise-Mode. Das gucken wir mal. Jetzt geht es erstmal dem Ende entgegen, was die DEL-Saison angeht. Das Finale wartet auf uns. 5 Spiele noch in der Hauptrunde und dann gucken wir mal, ob wir es in diesen 5 Spielen schaffen, noch in die Pre-Playoffs zu kommen, wenn es die denn gibt. Ich meine, es müsste sie geben. Aber ich weiß nicht, wie das Spiel so programmiert ist. Habe ich noch nie ausprobiert. Falls es sie gibt, sind auf jeden Fall die Iserlohn Roosters einer der Konkurrenten, die da vorne stehen, genau da, wo wir hinwollen. Also wäre es heute natürlich wichtig zu gewinnen. Wir starten direkt mal rein. Started der Right mit einem Fehlpass. Aber dann das erste Bulli gewonnen. Schon mal wichtig. Dadurch können wir kein Gegentor kassieren, wie im letzten Spiel. So. Sehr gut, Carter Rowney, einfach eine Bank. Und ich möchte euch nochmal ganz kurz zeigen, im Tor heute mal wieder Jonas Gehr. Das wollte ich euch nur mal ganz kurz zeigen, deswegen sind wir mal da ein bisschen zurückgecruised. Jonas Gehr heute wieder im Tor der Löwen. Und erste Abschlusschance für unsere Löwen Frankfurt. Kein gefährlicher Schuss, gut zu halten für den Torhüter Iserlohns. Ja, Punkte sind wichtig. Ein Sieg wäre super, super wichtig heute. An diesem Tag. Stone. Und McNeil auf Böttger. Ja, wird da behindert. Bock. Kommt nicht durch. Mit dem versuchten Vorstoß. McNeil. Boah. Jonas Gehr. Ja, der hat die Ruhe da weg. Und jetzt Achtung! Die Chance für Iserlohn. Aber Jonas Gehr macht das gut. Behält die Ruhe, behält die Nerven. Und damit geht es jetzt erstmal weiter nach vorne für die Löwen. Jack Skilly hat da eine Idee. Eine ungefährliche Situation da für Iserlohn. Klasse gemacht von Skilly. Ganz gute Möglichkeit für die Löwen. Sehr schön, McNeil. Der spielt wirklich sehr, sehr gut in letzter Zeit. Brett Breitkreuz, mal mit einem Versuch. Ja, warum nicht? Warum auch nicht, ne? Lesel und Gehr muss dahin. Wieder Jonas Gehr. Sehr schön gehalten. Und jetzt Tom Kühnhackl. Super Bewegung da. Kühnhackl und da ist die Chance für Olsen. Und die nutzt er nicht. Riesige Möglichkeit für Ryan Olsen hier. Branford. Ja, und kein Problem für Jenicke. Also Riesenchance für die Löwen. Ryan Olsen hat da die Möglichkeit. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie er die nicht nutzen konnte. Super Querpass. Und dann ja, muss er eigentlich nur noch einschieben. Aber irgendwas ist immer los. Rylan Schwartz und wieder Jenicke zur Stelle. Aber die Löwen machen Druck, die Löwen fighten. 10 Minuten noch in dieser ersten, in diesem ersten Abschnitt zu spielen. Scarlett, was für ein Hammer. Und jetzt Yannick Wenzel, kann man mal probieren, ganz frech, hat ja schon oft genug geklappt. Vogt stört da, aber nicht entscheidend. Und jetzt Konstantin Vogt. Super viel Tempo. Willen Schwartz. Wieder ein Versuch. Aber leider auch nicht mehr als das. Fehlpass Schwartz. Und jetzt darf Reihe 1 wieder aufs Eis. Das war knapp. Hätte auch gut und gern mal Strafe geben können wegen zu vieler Spieler auf dem Eis. Immer gefährlich, wenn man da hinspielt, wo gerade gewechselt wird. Da wird es immer ein bisschen unübersichtlich. Mikael Böttger jetzt. Der zündet mal wieder den Turbo. Böttger! Und da ist er. Da ist er einfach wieder am Start. 18. Saisontor von unserem dänischen
NHL-erfahrenen Profi Mikael Böttger mit der Führung für die Löwen. Ja, klasse gemacht, aber so frei darfst du Mikael Böttger auch nicht Richtung Tor cruisen lassen. Er hat sich eine ganz schöne Auszeit genommen. In der Zeit, wo die komplette Mannschaft nicht so gut performt hat, war er leider auch jemand, der sich versteckt hat. Jetzt zuletzt wieder stärker unterwegs. War ja am Anfang unsere absolute Lebensversicherung in dieser Saison. Und jetzt Brett Breitkreuz. Ja, und der schafft das leider nicht so einfach. Wie ein Mikael Böttger, auch gut durchgekommen. Ja, also schöner Lauf von Breitkreuz, das muss man auf jeden Fall sagen. Und jetzt die Chance für Streu. Aber er bleibt hängen an Flott Kuzis. Rainer. Breitkreuz versucht da den Puck zu erobern, das gelingt nicht. Sesemski. Mit dem Scheibengewinn. Und da ist Tom Kühnackel am Puck. Verliert ihn. Und wieder Streu auf dem Weg nach vorne. Sehr schön. Jonas Gehr wieder ganz, ganz stark. Pflückt den Puck runter. Super von Wanford. Schade. Da hat nicht viel gefehlt. Da hätte er beinahe mit einem guten Move sich Platz verschafft. Und jetzt Kühnhackel. Wanford. Osen. Sesemski. Und das war's. Erstes Drittel ist vorbei. Die Löwen führen mit 1:0. Wieder eine zähe Geschichte bislang. Aber Mikael Böttger, der Dosenöffner für dieses Spiel, soweit. Wir stehen defensiv ganz ordentlich. Iserlohn allerdings nicht ungefährlich. Und ja, ein Tor konnten wir erzielen. Ähnlicher Spielverlauf wie ja eigentlich schon die ganze Saison über jedes Spiel. Also seltenst sind wir mal wirklich die unterlegene Mannschaft. Das kommt eigentlich so gut wie nie vor. Aber gut, es schwankt, wie viel wir aus den Chancen machen. Das muss man halt dann leider schon sagen. Der Dominik Bock, super Puckeroberung. Rowney. Carter Rowney. Nicht ungefährlich wieder mal. Der Pass auf Mikael Böttger in dem Fall. Und Stone. Brownie! Schöner Schuss. Bock. Und Böttger. Böttger. Super, wie viel Druck wir hier machen. Und jetzt gehen wir einmal alle wechseln, würde ich sagen. Yeah. Brownie. Wieso ist denn Bock immer noch auf dem Eis, Jungs? Ihr sollt doch wechseln. Hört denn hier niemand auf mich? Gläsel! Oh, Breitkreuz, beinahe mit dem Nachschuss. Oh, da sind wir. Breitkreuz! Und Scarlett. Da ist natürlich niemand mehr. Breitkreuz, schön im Puck erobert. Hosen. McNeil, gefährlich. Junge, Hosen kommt dahinter, ein Torwart einfach an den Puck. Oh. So was halt immer vorher wisst ihr, ne? Könnte man auch dementsprechend regenerieren. Ne, könnte man reagieren. Meine Güte, ich kann nicht mehr reden. Brown. Boah, Stone, Alter. Harter Check. Jetzt Osen. Wanford. Leider wieder nichts. Stone, spitzer Winkel. Wieder Brandon Wanford. Mit dem Pass zu sich selbst. Und da verliert Kühnackel leider den Puck. Und jetzt die vierte Reihe aufs Eis. Super, von McNeil. Klasse gemacht. Und da ist Vogt komplett frei. Eieieiei. Ah.
sah gut aus, die Chance von Konstantin Vogt. Aber am Ende nicht genutzt. Paul Reiner übers Tor. Wenzel und Jenicke. Problemlos. Wir lassen die vierte Reihe noch ein bisschen auf dem Eis. Schicken jetzt Verteidigerreihe Nummer 2 oder Verteidigerpaar Nummer 2 aufs Eis. Die sind nämlich komplett fit. Finde ich ganz gut. Scarlett. Oh, und Vogt. Wieder Riesenchance. Wenzel, Wenzel, Junge. Wie viel will der noch halten? Der. Der Torwart von Iserlohn wächst hier über sich hinaus. Jenicke mit einem Save nach dem anderen. Und jetzt gibt es mal wieder 2 Minuten Strafzeit gegen die Löwen wegen Beinstellens. Wir kennen es, wir lieben es. Also 2 Minuten in Unterzahl. Ja, das ist uns nicht immer ein Nachteil. Also manchmal spielen wir da auch tatsächlich ein bisschen besser gefühlt. Scarlett. Und da ist Böttger. Beinahe eine Chance. Auf Skille. Wäre da beinahe nochmal an den Puck gekommen. Böttger. Fehlpass. Von Miguel. Miguel Böttger. Wer kennt ihn nicht? Vorherigen Südländer Miguel Böttger. Sehr schön. Böttger mit einer Chance. Scarlett. Und Rowney, super gemacht. Carter Rowney, ja, wo ist denn der andere jetzt hin? Da läuft sich einer frei und dann dreht er auf einmal ab. Was soll das denn? Was war das denn bitte? Ach Mann, das habe ich jetzt komplett verwirrt. Ich dachte, wir können da nochmal easy ablegen. Hat natürlich nicht geklappt. Wenn der dann auf einmal woanders hinrennt. Der Schmogovic. Reiner. Ja, warum nicht? Stretch, Junge, Stretch. Defense-Monster hier. Und jetzt Kühnhackel. Sehr schön von Dominik Borg. Super nachgegangen. I wanna cry. I wanna cry. Borg. Beide Mannschaften wieder komplett. Letzte Sekunden des Drittels laufen. Wenzel, ja, das war ein bisschen zu kompliziert. Und damit war es das. 1-0, auch nach dem zweiten Drittel führen unsere Löwen. Es ist wieder ein enges Match, aber wir sind deutlich stärker drin als gegen die Mannheimer gefühlt. 30 Schüsse, Alter, krank. Aber auch diesmal ist da wieder ein Torwart drin, der sein Handwerk versteht und der das hier sehr, sehr gut macht. Nicht allzu viele Chancen für die Löwen bislang. Und damit gehen wir rein ins letzte Drittel dieses Spiels. Konstantin Vogt direkt mal mit einem Scheibengewinn. Konstantin Vogt. Ja, und das war ein früherer Abschluss, als ich es eigentlich wollte. Ich wollte nochmal nach rechts legen. Egal, hat nicht geklappt. Leider. Und das letzte Drittel läuft. Rowney gewinnt das Pulli. Stone und Dominik Bock. Au. Stone, ja, warum nicht? Geht da einfach mal durch. Ja, Bock, du musst jetzt nicht neben mir stehen. Ist ja nett von dir. Also, lauf dich lieber mal frei. Zum Beispiel so, super. Böttger. Bock. Böttger. Brownie. Jetzt holen. Nächste Reihe. Aufs Eis. Die Stretch-Reihe. Stretch, Skilly und Brett Breitkreuz. Breitkreuz, spitzer Winkel. Geht am Tor vorbei, der Versuch. Das war nichts.
Und Skilly mit der super Pokername. Klasse, wie er da direkt durch war. Richtig gut. Und Stretch, was für ein schöner Pass. Und was für ein schöner Abschluss. Richtig gut gemacht. Klasse gesehen. Und dann der One-Timer von CJ Stretch. Und da kann Jenike im Tor dann auch mal nichts mehr machen. Junge, Junge. Schnell abgeschlossen. So schnell kommt er dann nicht in die Ecke. Sehr schön gespielt. Endlich das zweite Tor für unsere Löwen. Lang genug hat es gedauert, ey. Und Tom Kühnhackel auf dem Weg nach vorne. Ja, schade. Kann er leider nicht erobern, diesen Puck. Kühnhackel und Reese Scarlett. Schade. Oh, Ranford kommt nochmal dran mit ein bisschen Glück. Und dieses Scheibsche. Tom Kühnhackel. Kühnhackel. Ranford. Rosen. Und die Scheibe erstmal weg. Jetzt die vierte Reihe gleich wieder auf dem Eis. Oh, Vorsicht! Holy moly, und Konstantin Vogt, der ist wieder schnell, der ist wieder sehr schnell. Ja, schade. Vogt. Schuss, Wenzel leider im Weg. Klasse, Vogt mit dem Puckgewinn. Fällt mir gut, Konstantin Vogt, möchte ich mal ganz ehrlich sagen. Wirkt hier fast schon für größere Aufgaben. Und jetzt Janik Wenzel. Auf dem Weg nach vorne. Klasse, wieder automatisch gewechselt. Finde ich gut. Manchmal finde ich das gut, manchmal nicht. Kommt halt immer drauf an, wie die Situation gerade ist. Da kann ich da nicht anspielen. Dann spielen wir Böttger an. Junge! Shit. Alter, oh, und ich stelle mit Bock sonst wohin. Junge, harter Check von Dominik Bock, aber ganz, ganz wichtiges Ding. Und jetzt Rowney. Oh, bleibt da hängen. Weil natürlich auch die Verteidigung da einen guten Job macht. Und jetzt gibt es eine Strafe gegen uns. 2 Minuten wegen Stockschlag, glaube ich, ne? Gegen Dominik Bock in dem Fall. Not good. Aber wir führen ja 2-0. Also eigentlich ist alles okay. Wichtig, dass wir das zweite Tor gemacht haben. Ja, und da sehen wir es. Das war wieder der klassische, ich drücke X und versuche zu schießen. Hat man lange nicht mehr. Von daher kann ich mich da eigentlich kaum aufregen. 2 Minuten Powerplay haben die Iserlohn Roosters noch. Sollten wir das überstehen, wäre dann noch eine halbe Minute zu spielen. Alter Vater. Ich hab so Angst. Jonas Gehr. Jonas Gehr. Alter, hier werfen sich alle Löwen rein. Aber sowas von. Kühnhackel. Oh, den kriegt er noch, oder? Den kriegt er sogar noch. Super. Tom Kühnhackel. Und da kriegen wir das Bulli im gegnerischen Drittel. Nice. Das nimmt Zeit von der Uhr, Leute. Das nimmt Zeit von der Uhr. Böttger und Skilly. Unsere beiden schnellen Spieler, unsere Stürmer auf dem Eis. McNeil. Das gibt nochmal Bulli. Scheibe abgefälscht. Beim Schuss. Nächstes Bulli. Holen wir hier den so wichtigen Sieg. Es sieht sehr, sehr gut aus, aber wir sind in Unterzahl, dürfen uns natürlich jetzt keine Fehler erlauben. Puck rutscht durch. Bailey. Das ist eigentlich easy. Können wir so aufnehmen. Und jetzt Carter Rowney. Rowney. Jesemski. Wieder Rowney.
Puckverlust. 17 Sekunden Unterzahl noch. Klasse. McNeil ist zur Stelle. Der Pass war nix, aber gibt ja eh kein Icing. Oh, der Pass war doch was. Breitkreuz kommt an die Scheibe und kann sogar nochmal gefährlich abschließen. Super. Und McNeil, super Zweikampf hier. Rainer. Paul Rainer. Probiert's mal. Aber keine Chance in dem Fall. So, beide Mannschaften wieder komplett. Also nicht mehr viel Zeit in diesem Spiel. Nochmal eine Chance für die Löwen. McNeil. Boah, Junge, Junge, Junge. Ey. Aber es ist auch unglaublich, was wir wieder für ein Chancenbuch erleben. 4,5 Sekunden sind noch zu spielen in dieser Partie. Das heißt, wir werden gewinnen. Wahrscheinlich 2-0. Schätze ich mal. Ich denke jetzt nicht, dass in diesen 4 Sekunden noch was passiert. Also, die Löwen gewinnen das Spiel gegen die Iserlohn Roosters hier im Duell-Derby gegen den Rivalen. Und das ist so, so wichtig, denn die waren vor uns auf einem Pre-Playoff-Platz und jetzt haben wir aus 5 Punkten Rückstand 2 gemacht. Das ist super, super gut. 6-Punkte-Spiel, wie man so schön sagt im Fußball. Ist ja im Eishockey in dem Fall nicht anders. Hier sehen wir nochmal das tolle Tor von CJ Stretch. Das war der endgültige Siegtreffer dann. Und natürlich das 1-0 von Mikael Böttger auch super, super wichtig. Es ist nicht so, dass Iserlohn hier chancenlos unterlegen war. Ganz im Gegenteil. Viele, viele Chancen für die Roosters. Und wir haben pro Drittel 15 Mal aufs Gehäuse von Iserlohn geschossen. Im Schnitt natürlich. Während Iserlohn gerade mal 3 Schüsse pro Drittel hatte. Also deutlich weniger. Deutlich ungefährlicher hier. Wo man halt auch einfach nur unsere Defensivarbeit loben kann. Ich möchte gar nicht unbedingt davon sprechen, dass man die Defensive an sich, die Spieler, loben sollte. Also auch. Aber nicht nur, weil auch die Offensivspieler so einen großen Beitrag dazu leisten. Immer wieder ins Forechecking gehen. Immer wieder fighten. Oskar Nord ist wieder dabei. Wunderbar. Interessiert mich jetzt erstmal nicht. Ich überlege mir dann, ob wir den gegen München wieder aufstellen. Aktuell sind wir also 12. 2 Punkte fehlen uns auf Iserlohn und auch auf die Steelers. Und die Steelers stehen aktuell auf dem 10. Rang. Und wie gesagt, wenn ich nicht falsch im Kopf bin, dann müsste Platz 10 reichen für die Pre-Playoffs. Sodass wir uns dann also nochmal qualifizieren könnten gegen die Playoffs. Das hier ist das Restprogramm. Wir spielen als nächstes gegen München, danach gegen Köln, dann Nürnberg und Augsburg. Das sind die letzten Spiele der Saison. Und wir gucken nochmal auf die Tabelle, schauen mal, ob es noch eine Mannschaft gibt, die jetzt mittlerweile fix in den Playoffs ist. Und so ist es. Also neben Köln und Berlin sind auch Straubing und Mannheim fix qualifiziert. Also selbst wenn die jetzt alle Spiele verlieren würden, der Hauptrunde, die restlichen Spiele, wären sie noch mit dabei. München bräuchte wahrscheinlich einen Sieg, um dabei zu sein in den Playoffs, also fix dabei zu sein. Nicht gegen uns, ganz ehrlich. Augsburg auch noch einer unserer Gegner. Köln ganz oben auch noch einer unserer Gegner. Und dann noch Nürnberg. Wo stehen die? Ja, und das ist ein direkter Konkurrent von uns. Eieieiei. Schwere Brocken hier noch in den letzten 4 Spieltagen. Aber ey, es geht um die Playoffs. Natürlich wird einem hier nichts geschenkt. Und deshalb sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zum Spiel gegen München. In diesem Sinne, macht's gut und ciao. Sagt euer Fritte.